So, heute stehen zwei Pässe auf dem Programm. Einmal der Passo Tonale, 1800 und 1900 Meter. Den ich jetzt gerade hochstrample von Ossana aus. Danach geht es runter nach Ponte di Legno. Und von da aus und dann über die Königsetappe meiner Tour, über den Passo di Gavia, 2600 noch was Meter, nach Borneo. Das heißt, ich bin schon recht früh unterwegs, 6 Uhr aufgestanden. Das ist aber kein Problem, bei so schönem Wetter und so schöner Landschaft. Es ist noch früh morgens, da sind die ganzen Motorradfahrer noch am Frühstücken. Das wird sich im Laufe des Tages wahrscheinlich nochmal ändern. So, dieses hübsche Dörfchen, Bergdorf, ist Vermiglio. Und da bin ich gerade lang reingeradelt, weil ich gemerkt habe, ich habe viel zu viel Gepäck dabei und habe jetzt mal ein Paket bei der Post aufgegeben und das, was ich nicht unbedingt brauche, dann mal reingetan. Na, das geht jetzt doch schon erheblich leichter, hochzufahren. Verbuchst mal unter wieder was gelernt. Wirklich sehr wählerisch sein bei dem, was man mitnimmt. Ja, das war ein ziemliches Abenteuer da, das Paket da wegzuschicken. Man versteht die Leute nicht, wenn sie alle die Maske aufhaben. Es ging nachher mehr mit Händen und Füßen und ein bisschen Google Translate. Aber es hat geklappt. So, den Fluss, den kleinen Bach haben wir mal unten gelassen. Beeindruckendes Panorama. Ewiger Schnee. Das sind ja 3000er da oben. Und da hinten zieht sich die Straße hoch. Ja, es gibt hier nicht nur Natur, sondern auch Kultur, wenn man es mal so nennen möchte. Das Fortestrino, eine österreichisch-ungarische Befestigungsanlage aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich spare mir das jetzt da hochzufahren. Genug Höhenmeter heute. Ja, und hier sieht man dieses Fortestrino, diese österreichisch-ungarische Befestigungsanlage. Ja, und die Fahnen zeigen immer, woher der Wind weht. Auch ganz nützlich. Und hier sieht man, was alles dazugehört. Das ist also nicht nur dieses Fort bei der Nummer 1, sondern viele weitere Kasernen, Forts, Befestigungsanlage. Ja, da haben die ganz schön gebaut. Ist interessant, wie kreativ Menschen werden, wenn es um Krieg geht. So, da kommt der Passo Tonale in Sicht. Ließ sich eigentlich recht lässig fahren, ganz angenehm. Relativ konstante Steigung im einstelligen Prozentbereich. Ich schätze so 7-8%, hat sich gemessen. So, auch der Passo Tonale ist bezwungen erreicht. Hier oben ist ein richtiges Dorf, eine kleine Stadt. Und bei den Italienern ist das ein Volkssport. Machen auch noch die älteren Herrschaften solche Pässe hochfahren. Ich finde das total klasse. So, hier oben weht auch schon ein kleiner Wind. Ich habe mir jetzt erstmal was angezogen, Pullover, weil gleich die Abfahrt nach Ponte Legno beginnt. Aber gerade zweimal Italiener getroffen, ein bisschen mit denen gequatscht. Also der erste, die wollte gar nicht glauben, dass ich auf den Gavia fahre. Und der zweite meinte, das sei sehr hart. Ich hoffe, ich habe da mich nicht verschätzt. Ansonsten würde ich sagen, die Bedingungen sind perfekt. Wenn nicht den Gavia heute, wann dann? Ich bin jetzt mal mutig hier abgefahren, um hier 100 Höhenmeter oder so zu sparen. Mal schauen, ob dieser Weg
tauglich ist für Fahrrad mit Gepäck. Aber ich gehe mal davon aus. Es geht immerhin in die richtige Richtung. Und auch schon leicht bergauf. Das ist ja schon mal was Gutes. Ja, hier auf dem Weg kommen mir auch viele Familien entgegen, die so einen Ausflug mit ihren Kindern machen. Was für ein Kontrast, was für eine Ruhe zu der Nationalstraße. So, jetzt bin ich wieder auf asphaltierter Straße. Da hinten, durch den Wald zog sich der Weg von da drüben. Und da unten liegt Ponte Legno, das heißt, das hat man gespart. Und diesen Panoramablick noch gratis dazu. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Zumindest bei diesem sehr schönen, steil in den Hang gebauten Bergdorf hier ausgekommen. Und jetzt sieht man, was vor einem liegt. Und ich glaube, da ist erstmal Eingräben angesagt, weil das volle Kanne Südseite ist. Ja, der Tonale, der war eigentlich jetzt runter, ganz gemächlich zu fahren, schönes Genussradeln. Hat Spaß gemacht, man muss die Bremse nicht zum Glühen bringen. Ich glaube, der Gavia ist schon eine andere Strecke, viel schmaler. Wir werden sehen. So, die Straße wird hier sehr schmal, eigentlich nur einspurig, also zwei Autos geht nicht. In Italien vielleicht schon. Und der Verkehr ist auch ein anderer. War es auf dem Pass eben, dem Tonale, mehr auch so Berufsverkehr und Handwerker und so, ist das hier praktisch reiner Ausflugsverkehr. Falls das hier so aussieht, als fahre ich Schleifen und Schlenker, ich fahre Schleifen. Anders würde ich hier kaum hochkommen. Boah, ist das heavy. Wieder ein kleiner Vorzeichenfehler und Spaßvogel hat auch eine 1 davor gemacht. Sehr schön. Wow. Ja, da unten waren wir. Es gibt zwei Sachen, für die ich hier hoch wirklich dankbar bin. Neben der tollen Aussicht, aber das muss ich hier nicht nochmal erwähnen. Das eine ist der Schatten, den wir hier haben. Und das zweite ist der leichte Rückenwind. Das hilft zwar jetzt nicht allzu viel, noch einen Berg hochzuschieben, aber es kühlt ganz schön den Rücken. Aber das ist ja eine wirklich abenteuerliche Straße, wenn man sich überlegt, dass dieser Pass schon zur Steinzeit bekannt war. So, jetzt wird es hochalpin, hat das Gefühl. Jetzt bin ich etwas über 1900 Metern. Ja, und jetzt wird das Ganze lichter. Schade um den Schatten demnächst, aber natürlich ist die Sicht noch besser. Ich hatte gar nicht gewusst, dass Kühe an so einem steilen Berghang auch sein können, dass sie nicht runterstolpern. Es geht richtig steil hier hoch. Ja, Leitplanken gibt es ja auch keine, oder keine mehr. Je nachdem, also hier möchte ich jetzt nicht runterfliegen. Ja, das kann man sich gut vorstellen, dass das hier so die Königsetappe vom Giro ist, vom Giro d'Italia, wo es dann die Bergstattungspunkte gibt. Das zieht sich ohne Ende. So, nach dem Abgrund. Keine Panik ausbrechen bei der Herde. Man hat so das Gefühl, dass man schon oben ist, weil es hier so richtig nach Hochgebirge aussieht. Ne? Aber es sind noch krasse 400 Höhenmeter zu gehen. Man weiß gar nicht, wohin die Herde kommen sollen. So, und da gibt es auch noch einen Tunnel hier oben. Der sieht aber ziemlich unbeleuchtet aus. Der sieht sogar komplett unbeleuchtet aus. Oh, und kalt wird's. Von da auf ziehe ich mir erstmal einen Pullover an. Der Straßenbelag ist hier so schlecht, voller Schotter und Löcher. Die Autos drehen durch. Wahnsinn. Das ist auch so mein Tempo. Ja, wie steil das hier bergab geht, das kann man nur erahnen. So sieht es hier aus. Endlich angekommen.
auf nach Bormio. Was ein Panorama. Das ist, wenn man sagen, habt ihr Blick. Muss ich erstmal anhalten. Ja, wie das mal ein Kriegerdenkmal hier. Und da hinten der dicke Berg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Ortler ist. Man sieht den selten so klar und prächtig und majestätisch. Klasse. Sogar ein Gletscher. Ja, das ist richtig hoch hier. Das sind alles 3000er. Und Rückenwind. Das hilft bei der Abfahrt. Aber bei diesem Straßenbeleg war ich sehr, sehr vorsichtig. Also diese Straße von Santa Catarina nach Sant'Antonio, die sieht so unscheinbar aus, aber man kommt da so ein Speed drauf, also locker mal über 70, Rennradfahrer wahrscheinlich über 80, 90. Also ich habe jetzt erfahren am Touristeninformation, dass in Bormio der Campingplatz nur für Stellplätze ist, also für Camper, für Wohnmobile. Ja, das Verkehrskart zieht sich bis hier außen hin. Die ganzen Tagesausflüger, die zurück wollen in die Stadt. Und man sieht halt von vier Seiten sozusagen kommen die Straßen in die Stadt rein, ohne Umgehung. Ja, wunderschön gelegen, aber schlecht geplant, würde ich sagen. Der Erste Weltkrieg, der hier von 1915 bis 18 dauert, der ist wirklich allgegenwärtig. Bei vielen Kirchen oder auch sonst stehen solche Gedenktafeln. Ja, jetzt bin ich ein bisschen außerhalb und muss da hoch, aber nicht hier. Das ist der Weg zum Stilzer Joch, Passo di Stelvio, sondern hier nach links in das Tal. Da geht es wohl nach Richtung Livigno. Also Bormio wirbt ja mit dem Spruch, where do you want to cycle today? Das richtet sich aber wahrscheinlich nur an Rennradfahrer, an Profiradler, denen es nichts ausmacht, sich auf der Straße neben Autos einen Platz zu erkämpfen. Wer jetzt denkt, es gäbe ein Radwegenetz in Bormio, der täuscht sich gewaltig. Und das ist jetzt eine Abendsonne ganz friedlich. Also da freue ich mich jetzt, dass ich noch so eine kleine Feierabendtour machen kann.